Salut zusammen, ich mal wieder. Es ist Freitag, meine Frau hat wieder einen Termin, ich warte auf sie. Danach kommen unsere Jungs aus der Schule, also wir nehmen die dann in Empfang, holen die gleich ab. Und ich möchte die Zeit nutzen, um euch ein Taschenmesser vorzustellen, bei dem ich sagen muss, ich glaube, ich bin angekommen. Und zwar, ich hatte es ja schon vorgestern kurz gezeigt, dass MKM-Fahrer, also Maniago Knife Makers, das ist ein Konsortium, ein Zusammenschluss von verschiedenen Messerfirmen, Herstellern aus Italien. Dieses Maniago liegt etwa 100 Kilometer entfernt von Venedig. Friuli Venezia Giulia ist die Region, wo es herkommt. Und hier steht drin, der Hersteller ist Mikita. Also Mikita sagte mir bis dato persönlich gar nichts. Also Fox oder auch Mercury kennt man aus Italien. Aber MKM, also Mikita, sagte mir echt gar nichts bis dato. Auf jeden Fall habe ich das Teil über den Aftermarket bekommen. Und ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen, es euch vorzustellen. Also erstmal die kurzen Daten. Klingenstahl ist der Böhler M390 der Firma Uddeholm. Oder ja, Böhler Uddeholm stellt den her. Hat etwa 60 Rockwell, ist ein pulvermetallurgischer Stahl, ist ein wahnsinnig geiles Zeug, wie ich finde, in der Schnitthaltigkeit mit dem Magna Cut, der so gehypt wird, locker auf einer Ebene. Die Klingenlänge beträgt 7,6 cm, die Klingenstärke 2,5 mm, alles extrem sauber abgerundet. Hier mit eingefrästem Nagelhau. Man sieht, es ist ein Design von Lucas Burnley. Ganz, ganz feines Stück, sehr elegant gehalten in meiner Lieblingsfarbe in Grün. Gab es als Exklusivedition bei Tools for Gents. Sieht man auch hier an dem eingelaserten Logo. Die Gesamtlänge liegt bei 17,8 cm, also im geschlossenen Zustand 10,2 cm. Richtig geil, wie ich finde. Liegt schön in der Hand. Mit Halfstop versehen. Klar, für schwere Arbeiten ist es nicht gedacht. Aber ich wollte ein Taschenmesser, einen Slicer. Und mich spricht sowohl die ganze Linienführung an, also finde ich einfach wahnsinnig interessant, wahnsinnig harmonisch, klassisch, aber trotzdem modern, irgendwie zeitlos. Ich bin begeistert, wirklich begeistert. Hier Torx-Schrauben müsste T8 sein. Hier oben kleine Sträubchen, das dürfte T6 sein. Hinten mit Lanyard-Öse. Also wirklich, wirklich schön. Der Clip, der hier angeschraubt ist, ist stramm, aber nicht so stramm, dass er irgendwie die Hosentaschen jetzt beschädigen würde oder den Saum der Hosentasche beschädigen würde. Was kann ich dazu noch sagen? Das ist für mich nahezu Formvollendung. Ich hatte mich ja auch mit Daniel, einem meiner YouTube-Zuschauer, per WhatsApp drüber unterhalten und er fragte mich, warum ich dieses Messer so hype, wo es doch auch viele andere schöne Messer gibt. Ja, es gibt viele andere schöne Messer, gar keine Frage. Also da muss ich ganz klar zustimmen, davon gibt es echt jede Menge. Aber warum hype ich dieses Messer so? Ich sag mal, weil es für mich alles in einem bietet, was ich von einem eleganten Taschenmesser, das ich ständig bei mir tragen kann, da Slipjoint, also 42A konform und selbst in den neu ausgerufenen Waffenverbotszonen ist ein Slipjoint soweit legal zu führen, insofern es sich bei dieser Waffenverbotszone nicht
um eine Waffenverbotszone zur Gewaltprävention handelt. Da muss man aufpassen, das Waffengesetz hat da zwei verschiedene Definitionen dieser neu eingerichteten Waffenverbotszonen. Einmal zur Gewaltprävention und einmal geht es da um die Waffenverbotszonen an Bahnhöfen, die also zum Transport von Personen gedacht sind. Da gibt es unterschiedliche Handhabungsweisen, auch was den kleinen Waffenschein oder eine waffenrechtliche Erlaubnis angeht. In einem der Fälle, das gilt an Bahnhöfen, da ist der Transport sowieso erlaubt. Allerdings, als Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis, kann ich ein berechtigtes Interesse geltend machen, wenn ich da zum Beispiel auch ein Messer führe, wie ein Slipjoint oder sonstiges, was 42A-konform ist. Das kann ich in den Waffenverbotszonen zur Gewaltprävention nicht geltend machen. Also da muss man höllisch aufpassen. Einerseits ein Papiertiger, andererseits wieder mehr Unsicherheit als Klarheit, was das Waffengesetz betrifft. Aber zurück zum Messer. Warum finde ich das so geil? Ganz einfach. Weil es ein toller Slicer ist, hier mit dem Saber Grind, dünne Klingenstärke, also wirklich, wirklich schön. Das Ding kann auch schnitzen, auch wenn es jetzt nicht die Hauptaufgabe ist. Hauptaufgabe bei mir, bei einem Taschenmesser, ist wirklich das Öffnen von Paketen oder das Verpacken von Paketen, Briefe öffnen, was auch immer. Das ist eigentlich so die Hauptaufgabe. Oder hier und da mal eine Kordel durchschneiden und das Ding ist einfach schön. Liegt super in der Hand. Der Nagelhau leider nur für Rechtshänder ausgelegt, nicht für Linkshänder. Könnte man noch ändern, aber das ist ein Designelement, das dann der Hersteller irgendwie beachten muss. Der Clip wäre jetzt für Linkshänder auf dieser Seite super, stört da keineswegs. Für Rechtshänder drückt er ein wenig, muss man dazu sagen. Das ist das einzige Manko, was ich hier finde. Ansonsten ist dieses Teil wirklich super nah an der Perfektion. Und wenn man sich wirklich super daran steuert, dann kann man den Clip auch abmontieren und kann das Ganze ohne Clip tragen. Also auch das ist kein Thema. Aber das ist jetzt wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Ansonsten bin ich von dem Messer echt super angetan. Ich habe es jetzt noch nicht lange, aber ich finde es klasse. Und ich bin davon überzeugt, dass es so ziemlich alles aus meinen Hosentaschen verdrängen wird, was ich ansonsten an Foldern habe. Also ich bin davon echt super begeistert. Es wird sich zeigen, ob das in Zukunft auch so bleibt, ob es jetzt irgendwie mein einziger Folder bleibt, der in der Hosentasche ist, oder ob es da noch ein paar andere gibt. Ich habe ja auch ein paar andere Klassiker, die ich wahnsinnig toll finde, wie das Birka Plus Atlas, wie auch das Otter Mercator. Auch die finde ich wahnsinnig schön, super interessant. Und natürlich bleiben auch meine Victorinox bei mir. Allerdings nicht aufgrund von Eleganz oder sonstigem, sondern einfach, weil es Multifunktionswerkzeuge sind in hervorragender Qualität. Da kann man gar nichts sagen. Zum Beispiel trage ich ja auch ganz gerne mal hier dieses Weghunter. Das habe ich hier und da mal ganz gerne dabei. Habe ich jetzt mal wieder sauber gemacht. Das hatte ich im Handschuhfach vergessen. Das lag da jetzt wohl ein paar Jahre. Und standardmäßig eigentlich auch noch ein Outrider. Natürlich auch wieder in grün. Habe ich mal aus einem Deal bekommen, aus einem Tauschdeal mit Julian. Der hat auch da meine Initialen. Einmal das CJ für Christian Jarosch. Und dasselbe nochmal mit Kenas und Jera in Runen hier oben eingelasert. Und damit ich hier nicht vergesse, seine eigenen Initialen hinten dran. Julian Kranitzky. Total toller Kerl.
leider ist der Kontakt auch irgendwie abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob sie ihn überhaupt noch gibt, aber noch bei Facebook ist, wo wir uns eigentlich übers Victorinox-Freunde-Forum mal kennengelernt haben. Keine Ahnung, schön wäre es natürlich. Also Julian, falls du mir zuguckst, melde dich mal bitte bei mir. Ansonsten, ja, dieses MKM-Fahrer kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Der Normalpreis bei Tools for Trends lag bei 120 Euro. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Das Ding gibt es im Angebot bei Tools for Trends für 90. Und nach meinem Ermessen ist es jeden verdammten Euro wert. Wiegt auch gerade mal 90 Gramm, also das Ding merkt man kaum. Slipjoint mit Halfstop, Federspannung ist super angenehm. Also eine einhändige Öffnungsweise ist nicht möglich. Also ich habe es probiert, schnapp zurück. Also die Federspannung ist super angenehm, gibt Sicherheit beim Arbeiten. Und wenn ich schneide, brauche ich auch keine Angst zu haben, dass es einklappt. Und zum Schneiden ist dieses Teil ja auch gedacht. Also von daher, ich finde es einfach gut. Ich finde es wirklich gut. Also Christian Schüler, der mir das Teil verkauft hat, hat mir damit echt einen riesen Gefallen getan. Danke auch nochmal an Toni fürs Vermitteln. Ich finde es wirklich gut. Also ich werde euch natürlich drüber auf dem Laufenden halten, wie es damit weitergeht. Aber dieses Taschenmesser kann ich bedenkenlos empfehlen. Für jeden, der etwas Elegantes möchte, der wirklich Sicherheit möchte im Bereich 42a. Denn Slipjoints sind absolut legal zu tragen. Und der Gesetzesentwurf oder die Gesetzesverschärfung, die Nancy Faeser ja angestrebt hat, ist von der FDP blockiert worden. Auch wenn ich im Grunde kein Fan der FDP bin. Herzlichen Dank an alle Initiatoren, die auch sämtliche Petitionen unterschrieben haben, um diesen Irrsinn zu stoppen. Denn das Waffengesetz ist streng genug. Es ist eines der strengsten weltweit. Es liegt einfach nur an der Umsetzung dieses Waffengesetzes und an der strafrechtlichen Verfolgung von Straftätern, die sich ja bekanntlich natürlich immer ans Gesetz halten. Deswegen sind sie auch kriminell, weil man weiß es. So, Ironiemodus aus. Eigentlich wollte ich nur über dieses Messer erzählen. Man kommt hier und da schon mal wieder auf andere relevante Themen. Aber ich sag mal, ich liebe Slipjoints einfach. Ich finde die total toll. Das Ding ist einfach ein wunderschöner, tauglicher Begleiter. Und es gibt es auch noch in anderen Farben. Das gibt es auch noch in Titan, in Bronze, in Schwarz und, ach was weiß ich, in Olivenholz, in Santos. Also es muss nicht grün sein, aber grün ist nun mal meine Lieblingsfarbe. Sieht man eventuell auch an der Jacke und an dem Rest meiner Kleidung, die ich gewöhnlicherweise trage. Und von daher, naja, wie dem auch sei. Ich finde das Teil einfach toll. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns demnächst mit einem neuen Fixed. Denn das Real Steel Bushcraft hatte ich ja jetzt vorgestellt, habe ich dann auch ausgetauscht gegen ein anderes Fixed, auch wieder aus Italien, und zwar das Viper Yangi. Ist ein ja, moderner Fighter, so wurde es zumindest mal beworben, auch von Andy 1878. Aber mehr dazu, wenn ich das Ding eine ganze Weile getestet habe. So, ansonsten, ich werde jetzt mal gleich los, wieder meine Frau und die Kinder in Empfang nehmen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Das Wetter ist ja im Moment geradezu fantastisch und ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich im nächsten Video zum Viper Yangi wieder oder eben zu den ganzen Foldern, die ich jetzt verkaufen möchte, da ich dieses Teil ja absolut feiere und favorisiere und viele andere Folder, die ich besitze, dann eben nicht mehr benötigt werden.
Unter anderem auch das MKM Arvensis. Auch ein hammergeiles Teil, aber gegen das hier kommt es einfach nicht an. So, wie gesagt, ich muss los, Frau und Kinder in Empfang nehmen. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.